Hallo und willkommen zurück zu Lands of Lore, The Throne of Chaos, einem Dungeon Crawler von 1993 von der Firma Westwood, die zuvor ja auch schon Eye of the Beholder gemacht hatte. Und ich hatte in einem vorherigen ausgepackt und angespielt Video auch dieses Let's Play begonnen, bei dem wir zunächst mit Kiran den König besucht haben und der hatte uns einen Auftrag gegeben, einen, ich weiß nicht, Smaragd oder so, einen Edelstein der Wahrheit, glaube ich, zu besorgen. Und daraufhin sind wir nach Süden geschippert, haben hier den Timothy mitgenommen. Und mit dem zusammen sind wir jetzt hier in das Anwesen von einem Roland. Und das ist aber schon von Orks angegriffen worden. Und wir werden jetzt mal schauen, dass wir diese Orks hier platt machen. Und gespielt wird hier, also ne, Originalrechner. Aber ich spiele hier jetzt vor allem Dingen auch mit der Tastatur und benutze die Tasten 1 und 2 zum Angreifen und auf dem Numpad, um mich da zu bewegen. Denn WASD gab es damals so noch nicht. Und das ist, glaube ich, hier somit das Effizienteste. Damit kann man halt am schnellsten hin und her laufen. Bloß fehlt einem dann natürlich die Maus, um Sachen zu werfen. Aber ich glaube, das funktioniert so ganz gut. Falls ihr sonst auch keine Let's Plays von mir gesehen haben solltet, ich packe auch immer dazu einen Link unten in die Videobeschreibung, wo... Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Ich bleib mal hier am Ausgang. Ich packe auch immer einen Link unten in die Videobeschreibung, wo man dann eine Playlist findet, wo ich nach und nach immer alle Episoden reinpacke, sobald sie dann erschienen sind. Und auf die Weise kann man das Ganze dann eben auch nachträglich einfacher nachverfolgen, als wenn man die dann auf YouTube raussuchen muss. Es kann aber immer ein bisschen dauern, je nachdem wie lang ist mit der Veröffentlichung. Okay, da kommen noch ein paar mehr. Weil das geht auf YouTube nicht mehr automatisch. Das ist ein Feature, was ja niemand brauchte und was YouTube deshalb abgestellt hatte. So, hier haben wir einen Schalter. Und da ist hier was aufgegangen. Da bekommen wir eine Ölflasche. Packen wir in unser Inventar rein. Und natürlich findet ihr auch in der Playliste unten dann den ersten Teil. So, ja, ich packe die mal hin. Ich müsste irgendwann, das mache ich dann aber offscreen, dass ich hier das Inventar nochmal ein bisschen umbaue. Können uns hier noch umsehen. Da kann man nichts angucken. These scones are firmly attached. I think you mean sconces. Sconces? Na gut. So, dann haben wir hier ein... The window's broken. Naja. Die Musik ist ja alle. Okay, nächster Raum. Someone has been burning parchments. Das Gebäude ist schon so ein bisschen im Eimer. Und da ist noch wer. Wupp. So. Und dann haben wir hier noch den letzten Raum. Ich hatte hier schon mal was aufgenommen. War aber dann nicht so ganz zufrieden. So. Und hier an der Stelle. You small, would you? Would you? Wir können auch bluffen. You ignorant Cretan. I am Commander Kieran. Scotia begged me to take charge in this region, so here I am. Good. Me tired. I go now. Upp, und weg sind sie. Aber wir können den eben auch umhauen, laden. Aber das ist halt ganz cool, ja, dass man hier in Lands of Lore auch so ein paar Interaktionsmöglichkeiten hat. Und hier haben wir auch die Musik wieder. Wir werden den halt umprügeln. You small, would you? Angreifen. You shall perish by my hand.
Da kommen die Dolche geflogen. Und hier kann man jetzt auch sehen, ne? Also es gibt ja auch das Tanzen so ein bisschen, weil wir schon halt genau abpassen können, dass wir den Gegner treffen, sobald der in Reichweite ist. Und noch bevor der Gegner angreift. Aber ich glaube, hier haben wir so langsam... Ah, jetzt ist er weg. Ich glaube, vorne und zurück wird nichts bringen. Dafür schlagen die zu schnell. Jedenfalls haben wir durch das Killen hier einen Beil-Dominanz bekommen. Die können manchmal... Also die haben halt jetzt... Der hat jetzt einen besonderen Namen. Aber was der bringt, das muss man halt selber irgendwo rausfinden. Das steht nirgendwo. Man kann das zwar nehmen, dann sehen wir jetzt, okay, das ist schlechter als das, was wir haben. Also die Waffen bringen auch immer Schutz. Aber es kann auch sein, dass der irgendeinen magischen Effekt hat oder so. There are silver coins in here. Dann müssten wir einfach damit kämpfen. This is Roland's hiding place. I hope he is in here. Da müssen wir einfach irgendwo auf die Wand klicken. Da ist der Roland. What has happened? Timothy, the Dark Army passed through here not an hour ago. They have stolen the Ruby of Truth. We will take you to Gladstone with us. Dawn will heal your wounds. I am beyond healing. You too must recover the Ruby. The war has begun, Kieran. The death of such a patriot must be avenged. Let us hasten back to Gladstone. I vow upon his deathbed to find these orcs and return the Ruby to Gladstone. Ich hatte den Typen hier immer als Elf in Erinnerung, aber ich glaube, das ist auch nur ein Mensch, weil Elfen gibt's, glaube ich, hier gar nicht. Must have been painful. Tja. Schlüssel. Locked. Locked, aber dafür ist der Schlüssel ja da. If I don't take these coins, the orcs will. If I don't take these coins, the orcs will. Ja, ist alles, das Gute. Säbel. Empty. Empty. Und der ist minimal besser. Na, wir können halt noch gucken, ne, ob das, ich meine, das Florett oder Rapier. Wir haben dem seine guten Sachen ja schon abgenommen, dass wir da jetzt nichts verlieren sollten, wenn der uns verlässt. Und das wird der. Da muss man halt auch mal gucken, dass man das mit Laden und Speichern schon so ein bisschen timet. Nicht, dass man seine besten Gegenstände dann, verliert, weil da der Charakter abhaut. So, dann gehen wir mal nach Hause zu Gladstone zurück. Müssten wir hier lang, genau. Hello, are you going north? I had a writ from the king, but that other clerk kept it. May I still ride? Sorry, 100 crowns per passenger. Ja, aber dafür haben wir genau die 200 gefunden, ja. Hurry, machen wir. The boat is just leaving. Oder wie viel wir auch immer gefunden haben. Und zurück zu Hause. Und da werden wir jetzt... Ja. You may pass. What tidings bring you from the Southland? The Dark Army has stolen the Ruby. I must tell King Richard. His Highness is resting in the throne room. Wir können jetzt auch, machen wir danach noch den Viktor nochmal besuchen. Da können wir ein bisschen was an dem Kram verkaufen. Ich weiß aber jetzt an der Stelle, dass wir den verlieren werden. Ja, wobei ist es natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld, was wir hier bekommen. Aber ich nehme den Kram trotzdem weg. So, dieses Spiel speichern. Machen wir jetzt mal hier. Oder ich mache das mal in einen separaten. König. So. Und dann gehen wir den mal besuchen hier. Do you have the Ruby of Truth? The Ruby has been stolen. I must see King Richard. Go in at once. Jawohl. Leave him, vile witch! You cannot stop me. I found the mask. My warriors have the ruby. And this realm will soon beg for mercy beneath my heel.
Postpone your celebration, hag. I will not permit this travesty. Oh, the inept charmer threatens me. You, Dawn, will be the first to grovel at my feet! He still lives, but we have no antidote, and he sinks deeper by the minute. We must now channel all of our magic into a protective shield. Elvni, Mekilno, Connax! This shroud will prevent any further action of the poison and protect Richard until the cure can be located. Ja, sehr cool. Hier so eine schöne Zwischensequenz, ganz cool gemacht. Einen kleinen Schönheitsfehler hatte das Ganze, denn der hier, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, Bracada oder so? Hello, we have not met. Bracada. I am Bracada, Dawn's apprentice. Denn ja, der ist der Lehrling von ihr und das ist der Charakter, den man am längsten im ganzen Spiel bei sich haben wird, also als Begleiter. Und das ist ein Zauberer, aber also mit einer der mächtigsten Zauberer, die man, glaube ich, so mit in der Gruppe bekommt. Aber wer hatte hierbei nicht geholfen, dieses Ding zu errichten? Ja, gerade der. Aber der Kräutermann hat da mitgewirkt. Also ein bisschen, wieso hat der nicht mitgeholfen? Aber gut, reden wir mal mit denen. Our potions cannot cure him, but legends speak of an elixir that could. This has to be the work of Scotia, but how did she manage it? Ganz interessant hier, wenn man sich die anklickt, das hier sieht irgendwie, also die vergrößerte Version, sieht irgendwie fast aus wie in der DOS-Box mit irgendeinem Smoothener gemacht. I don't know about you people, but I'm going down to the Urbich Mines and get to the bottom of all this mask business. Come now, Paulson. Do not be so rash. The Urbish Mines are where Scotia found the mask. The Dark Army is surely swarming all over that place. Well, I just won't sit here on my backside while that wench has her way with the whole countryside. Ja, mit dem werden wir auch noch Bekanntschaft machen. Die in diese Minen geht's nämlich auch noch. How did she get inside the keep? We change our passwords frequently. Ah, okay, die haben mehr als eine Sache zu sagen. Really, quite bad manner in violating the king's castle. I do wish Dawn would permit us to mount some sort of counterattack. Really, quite bad. Ah, okay, zwei Sachen. Ja, okay. I do wish Dawn would permit us to mount some sort of counterattack. Our potions cannot cure him, but legends speak of an elixir that could. This shroud has required almost all of our magic to create. Ja, weil er nicht mitgeholfen hat. Nothing can cause Richard further harm now. Nothing can cause Richard further harm now. How did she get inside the keep? We change our passwords frequently. Und der nochmal? We've got to do something now. Und dann der noch zweimal. Oh, my potions are for naught. I knew it. This is indeed Gladstone's darkest hour. Na gut, dann gehen wir wieder. We will need your help, Kieran. We must ask that you visit the Droracle. Perhaps he knows a cure for Richard. The who? And where is it? Do you know Timothy? Unfortunately, Timothy's services are needed here. Bacata will join you in Timothy's stead. Well then, I will meet up with you later, Timothy. I'm from the party at Droracle. I would be honored to join you on your quest. Farewell, Kieran. You had best hurry. Do not grieve at our separation. Bacata is a good man, and will be an asset to you on your journey. Your time has come, Kieran, to walk the paths of magic. This mystic album will hold the spells that you acquire. Practice and learn to use it well. Ja, das sieht jetzt auch wieder sehr cool aus.
Ja, und was habe ich da gerade gemacht, als mir das Ding umgefallen ist? Ich wollte eigentlich die Box von Lands of Lore 2 holen, weil da das Drarakel drauf zu sehen ist, dachte ich. Ist es aber nicht, weil das hier die englische Version ist und das, glaube ich, nur auf der deutschen Version zu sehen. Aber hinten ist das Drarakel drauf. Und aber das reflektiert zu sehr. Deshalb packe ich das jetzt hier mal gerade aus. Das hier, das ist das Drarakel. Und ja, dem sollen wir jetzt einen Besuch abstatten. Das haust wohl in irgendeiner Höhle und da werden wir als nächstes hin. Wir haben jetzt eine Zauberliste bekommen und die Musik hat sich jetzt hier auch geändert. Also wir können jetzt hier aussuchen, was für einen Zauber wir sprechen und dann wird hiermit entsprechend mit, also diese Zauberstufe dann gecastet. Und dann werden wir jetzt erstmal nochmal den Victor besuchen. You again. Come to see Victor. Jawohl. Und hier werden wir mal ein bisschen von unserem Schrott verkaufen. Ein Hemd. You need for sale that? Okay, my friend. 5 crowns. Jawohl. Das hier. That workmanship. 40 crowns. Ja. Ich glaube, das Geld, das wird man nie wirklich brauchen. That workmanship. 40 crowns. That workmanship, 40 crowns. Also wahrscheinlich kann man sich hier einfach auch ganz gut Sachen kaufen, wenn man will. That workmanship, 40 crowns. Das hier auch? That not worth anything to Victor. Maybe you have something else. Na, aber das hier noch, oder? You need for sale that? Okay, my friend. 5 crowns. Okay. You again come visit? No? Okay, dann, der hat noch dieses Teil. Wir haben aber jetzt eben den noch in der Gruppe. Und wie ihr sehen könnt, ja, hat der noch ein zusätzliches Paar Arme. Und da kann der auch noch Gegenstände aufnehmen. Und das hier ist ein Stab, da können wir sicherlich das auch noch ausbessern. Ja, es bringt dann weniger Schutz. Ja, der hat aber weniger Lebenspunkte. Ich glaube, die Lebenspunkte kann man hier nicht anzeigen lassen. Ach doch, da steht's. 38 Trefferpunkte. Oh, der hat nur 22 Trefferpunkte. Gut, der hat aber dafür eben mehr Schutz, ne? Ja, weil der... Gut, der hat jetzt auch den fetten Schild. Aber der kann eben auch noch einen zweiten Schild nehmen. Naja, gut. Halten wir erstmal so. Ich weiß nicht, ob dieses Balldominanz, ob das irgendwie besonders ist. Ich nehme das einfach mal so mit. Und das war's dann auch hier. Der Typi. The door is locked. Their usual vitality has disappeared. Da brauchen wir nicht wieder hin. Also wir sollen jetzt zum Drarakel. Hier haben wir auch nochmal schöne Musik. Also auf zum Drarakel. Und ja, wir wissen ja schon, wo das ist, weil das hier auf der Karte schon markiert war. Drarakelhöhle. Do you recall seeing the caverns east of the keep? No, we... There is a passage. Let us bear east and then proceed north as soon as possible. Here, this mystic chant will open the passage. Connex, Delamare. Ja, ich bin beeindruckt. Ugh, this place stinks. Quite. Dum 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 dum. The floor here seems odd. Da können wir aber nirgendwo hin. Wir sehen schon, es wird dunkler hier. Unsere Lampe ist fast voll, aber eben nur fast. Let's try this. Clever. The wall is moved. Jawohl. God sakes. Potzblitz. Und da haben wir fiese Stinkeviecher. Mal geguckt, nicht, dass mein Mikrofon hier noch rausgerissen wäre. Das wäre nämlich irgendwie uncool gewesen.
Aber hier scheint jetzt nichts zu sein. Gucken wir mal. Na, okay, also da müssen wir weiter. Ich glaube aber, dass das hier nicht so... Ja, also das... Das scheint nicht besonders zu sein und macht auch keinen Schaden. Da hat es jetzt einmal getroffen. Aber gut, es scheint hier keine besonderen, keinen magischen Blitz oder irgendwas zu haben. Also können wir hier besser eine andere Waffe nehmen. Und ich glaube... Ja, das ist auch... Also können wir den auch verkaufen schlussendlich. Der hatte schon Stiefel. Der kann halt keine anlegen. So, ich sichere jetzt hier nochmal in 2. Wird das jetzt nach oben geschoben oder... Naja, es bleibt unten. Ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, da haben wir Löcher, da müssen wir drüber, aber wie man das so macht, man will ja wissen, was denn da unten in diesen Löchern drin ist. Deshalb springen wir da rein. So. Und da ist auch direkt ein Viech. Und da können wir... Wow, da habe ich aber mit dem hier mal ordentlich getroffen. Das sind 83 Schaden oder irgendwas. Also eben hatten wir schon gesehen... Ja, da ist eins. Und dann war hier aber noch... Oh, da haben wir noch was. Das ist ein Schmiedehammer. 16. Was war jetzt? Das war das schlechteste... Der schlechteste Gegenstand, oder? Ne, der. Ja, wir können das machen für mehr Schaden. Aber guck mal, dass der eben nicht umfällt. So, und das sollten wir hier sammeln für eben Gegenstände, die wir dann verkaufen. Da ist noch ein Schalter. There's something on the north wall. Mama, geh mal auf. Ein Menschenknochen und noch einer und noch einer. Oh, this room smells worse than the rest. Oh, how disgusting. Heavens, I'm feeling a bit queasy. Hey, there's something alive in there. Shall we cut this one open? Oh, that air smells good. Thanks. I was on my way to the Droracle when one of those monsters grabbed me. We as well seek the Droracle. You are quite welcome to join us. Oh, thank you. I'm Laura. I've been chosen to serve in the Droracle's household on behalf of my village. If I can't get there, he won't give our farmers the weather predictions. I take it you are from Grisbill. I'm Kieran, and this is my friend, Bakata. I'll wait for you outside this dreadful chamber. Na gut. Ja, damit... Thanks again. I thought it was over for me. Ich glaube aber, dass wir die nur sehr kurz in der Gruppe haben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange, aber ich meine, das wäre nur ein sehr temporärer Charakter. Aber fand ich auch ganz cool mit diesen Animationen, dass sie da rauskommt und dann sich das Kleid da zurecht macht. Sieht sehr ähnlich, glaube ich, aus wie auch bei Legend of Carandia 2. Also da geht's runter in diese, ne, in diese Dingshöhle. Und hier haben wir ansonsten nichts. Dann gehen wir hoch. There's a trap door up here. Und damit sind wir jetzt da, wo wir hergekommen sind. Da wird uns die Wand nicht an... Also das Ende nicht angezeigt, oder? Ich will, dass die Karte vollständig ist. Nee, wird aber da nicht eingetragen. So ein Ärger. Okay. Dann jetzt aufpassen, dass ich nicht da nochmal reinlaufe. Einmal reicht. So. Damit haben wir hier eine Falle aufgemacht. Damit haben wir irgendwas gemacht.
We just needed the right combination. Alle Tasten einfach einmal drücken und dann haben wir die richtige Kombination. Und damit ist unser Rückweg aber jetzt versperrt. Ich meine, wir können zur Not ja wieder reinspringen, geht ja auch. Also ein Drama wird das jetzt auch nicht. Ich mache jetzt hier mal ein in 022, weil ich immer geneigt bin, auf das letzte zu klicken. So, und jetzt haben wir... Ach, ihr sollt mal vielleicht auch noch eine Ausrüstung geben. Ich weiß halt nicht, wie lange wir die halten, aber dann müssen wir halt wieder laden, wenn die mit unseren tollen Gegenständen verschwinden sollte. Hatte die eine... Ja, hier, zerrissenes Hemd. Naja, okay. Ah. Ah, da wohnt jemand hinter. Dann gehen wir da mal hin. Naja, wir haben nicht so viel Spielraum zur Bewegung. 42 Schaden. Wir können aber... Okay. Bakatas Kampfkraft hat sich verbessert. Und was haben sie uns da gelassen? Einen Stab? Ich glaube, den brauchten wir aber nicht, oder? War der besser als irgendwas? Damit stirbt ihr halt nicht ganz so schnell, ne? Können wir machen. There are silver coins in here. There are silver coins in here. Und ein Helmchen. Naja, gut. Und ein Lederwams. Gut, dann stirbt ihr auch nicht mehr so schnell. Perhaps this was once a dungeon. Ja, rubbish. Rubbish. Zu Staub zerfallen. Ginseng. Öl. Na, das werden wir wahrscheinlich auch bald brauchen für unsere Laterne. Und Dietriche. Naja, es wird schon sehr schnell unübersichtlich mit dem Inventar. Aber es ist trotzdem noch immer ein Vorteil gegenüber Eye of the Beholder, würde ich sagen. Wo man ja eine Reihe von Charakteren hatte und alle aber nur ein sehr begrenztes Inventar und dann hat man immer geguckt, wir können das jetzt noch nehmen. Ja. Pup, pup, da kamen sie. Okay, wir können aber jetzt einfach das da drauf packen. Let's be careful around this. Da kommt wieder so ein... Wir könnten mal... Aua. Natürlich ist das Vieh nicht nachgekommen. Doch, da hat es jetzt getroffen. Ups. Da kommt noch mehr. Oh, falsche Tasten. WASD geht natürlich nicht. Ja, viel gewonnen hatte ich dadurch jetzt nicht. So. Da ist ein Edelstein, ein Smaragdauge gedroppt. Okay. Fupp, fupp, fupp. Da ist er wieder. Na komm. Naja, ich glaube, das ist einfacher, den hier einfach zu plätten. Ja. Na, ich meine, wenn der trifft, dann wächst da kein Gras mehr. So. Da haben wir was wir kaputt schlagen können. I see, now we're getting somewhere. At last. Er hat immer zwei Angriffe, er hat immer noch mal wusch gemacht. Aber mehr ist hier nicht. War da noch? War da gerade nicht noch irgendwas oben? Unser Dings ist übrigens ja abgelaufen.
Blub, 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 blub. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Ja, also das scheint hier schon das Einzige zu sein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch kleine Schalter auf der Karte direkt dargestellt werden. Dann müssen wir mal gucken, wenn wir das nächste, ja, das ist schon ein bisschen, wenn wir das nächste Geheimdingen sehen, dass ich das nicht direkt anklicke. Jetzt weiß ich nicht, habe ich hier irgendwo was? Na, ist egal. So. Ist noch was? Es sind ein paar mehr. Also, ein Tanzen hat man jetzt hier in dem Sinne nicht, dass man nicht vor und zurück wird oder wenig. Was man aber hier machen wird, ist halt immer kurz bevor man den Schlag abbekommt, dass man dann wegläuft, um halt selber die Cooldowns wieder neu zu bekommen und eben nicht die Gegnertreffer abzubekommen. Wobei man eben jetzt auch keine Ressourcenprobleme hat. Also dadurch, dass man über Zeit sowieso regeneriert und auch jederzeit hier einfach rasten kann. Ja, damit sind wir ja wieder voll. Also nicht jederzeit, natürlich, wenn hier zu viele Gegner sind, dann geht das nicht. Aber deshalb... Ja, deshalb ist es jetzt hier nicht auf den letzten Hitpoint wichtig, alles zu maximieren, was gleichzeitig, was ich da ganz angenehm finde. Da ist ein Schalter. Aha. Und da müssen wir uns reinstürzen, oder wie? Da scheint mir keine andere, ne? Kein anderer Weg zu sein. Dann springen wir da mal rein. 31 Schaden. Na, da können wir uns aber jetzt nicht großartig zurückziehen. Ein Schlag. Und dann war sie auch schon im Eimer. A great smith worked this iron. Na, vielleicht, dass wir hier nochmal rasten. Wir haben ja auch keinen Zeitcounter oder sowas. Also wir können hier rasten, wie wir wollen. Achso, hier, das geht natürlich... Ich weiß gar nicht, ob das durch Rasten dann auch schneller ausgeht. Wow. Wow. Wir sind aber von... Ich meine, dadurch, dass wir einen Kompass haben, ist das Ganze ein bisschen entschärft. Gehen wir erstmal hier lang. Hm. Ja, Matsche. A great smith worked this iron. Also hier ist jetzt nichts weiter. Es sei denn, ich habe hier irgendwas übersehen. Achso, ja genau, ich wollte das mit dem Schalter gucken auf der Karte. Das habe ich verplant. Genau, gehen wir mal da lang. Eine Kiste. Locked. Locked, aber wir haben ja... Man muss noch ein paar Mal mehr klicken. Ich weiß nicht, ob die irgendwann zerbrechen. Eine Ölflasche. Eine Wurfstern. Ja, eigentlich sollten die hier zu unserem anderen Wurf... Oh, noch ein Auge. Au. Aua, aua, aua. Leer. Empty. Empty. Okay. Oh, da war noch einer. Na, die machen Aua, aber wir machen den auch Aua. So. Ja, da müssen wir auf jeden Fall weiter. Sonst nichts. Und hier haben wir eine Tür. Dum, 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 dum. Spiel sichern. Okay. Ja, und hier haben wir jetzt... So Drachen mit offenen Augen.
Quite a stroke of genius. Splendid. Blendet. Okay. Beide Augen verbraucht. Dann gucken wir uns hier mal um. Geh weg. Da will aber jetzt gerade niemand treffen. Ja, vergiftet worden. Und da kriegt man jetzt auch immer weiter Giftschaden, bis sie drauf geht. Wir könnten das theoretisch mit Ginseng heilen. Dann ist sowieso gerade kaputt. Aber das hat auch eigentlich... Also man kann sich das Ginseng einfach sparen, indem man wartet, dass die keine Lebenspunkte mehr haben. Und dann kann man sie immer noch heilen. Ist auch das Gift weg. Okay. Gucken wir uns erstmal noch mal weiter um. Okay, da ist noch ein Loch. Aber hier ist zumindest niemand, der uns in den Rücken fällt. Und da ist ein Schalter. Und jetzt gucke ich mal auf der Karte. Ja, also der Schalter wird direkt dargestellt. Okay. Spiel sichern. Eine Mitteilung. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Visitenkarte. Ja, ist unser Inventar schon voll? Ich weiß es nicht. Sieht so ein bisschen danach aus. Lesen bitte. Dagger in, dagger out. Mhm. Oh, da ist was. Matsche. So. Dagger in, dagger out. Dolch aufgenommen. A lock. Prunkvoller Mechanismus. Können wir das knacken? Abgenutzt dadurch. Ah ja. Nee, weiß jetzt nicht, ob das so richtig war. Sind wir leider jetzt in eine Sackgasse gelaufen, aber passt. Heilung. Und da können wir auch einmal heilen. Ups, verklickt. Da haben wir jetzt aber wieder den Schalter. Wir gucken erstmal jetzt hier. This doesn't seem to be the way to open it. Das ist eine Giftfalle. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich mit diesem Gauner-Skill irgendwas machen muss. Hier haben wir ja Gauner 4. Und man hat ja hier den Charakter auch angewählt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Anwählen irgendwas macht. Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine Kiste, die wir nicht öffnen können. A great smith worked this. Locked. Scheint aber auch nicht kaputt zu gehen. Vielleicht finden wir noch einen Schlüssel. Mal sehen. Leider kann man hier auf der Karte noch keine Notizen selber setzen. Vielleicht müssen wir den Schalter da drücken.
Aber wo kommen die denn her? Ah, übel getroffen da. Ah. Ich lade noch mal gerade, aber ich glaube, das hatte ich jetzt nicht so gespeichert, als wenn wir da mit... Doch, da können wir das noch mal irgendwie anders. Moment. So. Dagger in, dagger out. Mhm. Ich meine, wir könnten ja auch später wieder zurückkommen. Das ist ein abgeranzter Dolch hier. So. Ja, schön. A lock. Da gibt's jetzt nicht so wirklich. Da ist jetzt wieder das. Und damit geht das auf. Aber das... Ich weiß nicht, ob das erste dann überhaupt so nötig ist. Vielleicht, wenn ich da direkt einen gescheiten Dolch reinlege. Was passiert denn, wenn wir das jetzt einfach so zumachen? Das hatte jetzt überhaupt keinen Unterschied gemacht, was wir da reingepackt haben. Ja, jetzt haben wir auch die Nachricht nicht lesen können. Weil was? Doch, da ist sie wieder. Moment, Nachricht. Damit wechseln wir das. Damit wird das irgendwie ausgetauscht. Sehr seltsam. Aber wir hatten jetzt nicht... Moment, laden. Ich verstehe das Verhalten da an dem Dingen gerade nicht. Dagger in. Dagger Ding, Dagger out. Ja. So. Da haben wir jetzt das hier. Und ja, das könnten wir jetzt natürlich knacken, aber dann hätten wir ja überhaupt nichts da reingetan. Moment. Naja, okay. Dann geht das halt nicht auf. Und jetzt machen wir mal den richtigen Dolch. Das hat aber anscheinend so nicht funktioniert. Ich will meinen Dolch zurück. Der ist jetzt weg. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich nehme das nochmal raus. Dagger in, Dagger out. Und würde jetzt einfach mal direkt den richtigen Dolch reinlegen. Und das können wir knacken. Soll ich da jetzt noch einen Dolch reinlegen? Ja, es ist irgendwie eine seltsame Mechanik. Aber das hat uns jetzt bei der Kiste aber auch nicht geholfen. Ich glaube, wir sollten nochmal heilen. Zip. Oh, da ist auch noch einer. Und damit können wir die Wand wieder herzaubern. Ne, der macht jetzt nichts mehr. Okay, da ist nichts. That does not appear to be the way to open it. Damit kriegen wir eine Falle quasi ab. Und das können wir auf jeden Fall nicht aufmachen. Also dann müssen wir hier nochmal zurück, wenn wir einen Schlüssel irgendwo hoffentlich finden. Also da könnten wir jetzt reinspringen. Das können wir natürlich machen. Na, da hinten liegt auch irgendwas. Ich kann auch erstmal schlafen. So, speichern. Gehen wir da mal drauf. Und da haben wir wieder so ein Viech. Allerdings... Ah doch, wir können zurücklaufen. Okay. Spielraum haben wir da jetzt aber nicht viel. Eine Aloe. Und ein Dolch-Rasierklinge. Okay, vielleicht haben wir den jetzt dadurch bekommen, dass wir das andere reingepackt haben. Ist aber gar nicht mal so gut.
Naja, also... Ne? Ja, also vielleicht tut er was mit Rasierklinge, aber ich vermute nicht. Da ist was. Burp. Ein Eisenschlüssel. The rings look tarnished and neglected. Da ist ein... das ist ein grüner. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Unterschied macht. Und da hören wir irgendwas anderes. Bienen. Heilen wir hier mal ein bisschen. Und kaputt. Oh, ja. Fiese Wespenviecher. Na, halten aber jetzt nicht ganz so viel aus, wie es aussieht. Bäh. Ich hoffe, dass wir jetzt auch hier wieder hochkommen. Da können wir nochmal nach unten springen. Ah, da haben wir eine leere Flasche. Und da war eine Falle, aber da will ich jetzt erstmal noch nicht reinspringen. Da geht's wieder hoch. Okay. Und da war ein Schalter. Also hier in dem Level ist bestimmt noch mehr. Also da ist die Falle. Oh, da ist ein Vieh. I've been poisoned. Vielleicht heilt das auch Poison, aber ich denke nicht. Ne. Okay, da ist ein Geheimgang. Da hatten wir aber schon ordentlich Schaden jetzt gemacht. Werfen wir mal was nach hier. Ein Schwertchen, Säbel, Schnitter. Okay, ist das besser? Das ist doch ja, ein ganzes Stück besser. Und da können wir... Ja. Okay. Wow, ein Spinner. Hier ist aber nichts. Oh, da kommt was. Okay, Platz. So, der ist jetzt weg. Das heißt, den können wir heilen. Na, das Geräusch von denen ist schon ein bisschen unangenehm. Aber die sind jetzt nicht wahnsinnig stark, würde ich behaupten. I've been poisoned. Ja. Okay, und da haben wir ein Schloss. Guck mal nochmal auf die Karte. Oh, und da oben ist auch noch eine Geheimtür. Ist ja echt ein bisschen hart, dass das alles direkt auf der Karte markiert ist. So, der ist wieder im Eimer. Das heißt, den können wir auch jetzt wieder heilen, ohne Gift. So. Locked. Dann versuchen wir das mal zu knacken erstmal. Jawohl. Und da ist auch schon der passende Schlüssel für das andere Ding. Einmal Aloe. Oh, Stiefel. Naja, das erhöht den Schutz. Nochmal eine Ölflasche. Aber wir haben jetzt echt alles voll. Also jetzt muss ich schon anfangen, Kram wegzuwerfen. Empty. Okay. Hatte ich nicht in Erinnerung, dass man so viele Gegenstände findet.
Okay, Zeit nochmal zu speichern und Zeit nochmal auf die Uhr zu gucken. Wir haben noch ein bisschen. Oh, da geht's runter. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Wir hatten auch noch nach oben einen Weg. Oh, oh. Und da geht's auch nochmal wohin. Ich gehe erst nochmal... Ne, gehen wir erstmal hier weiter. Ah, okay. Ah. Geil. Oh. Da kommt noch was. Mhm. Hm. Aber was sollen wir damit machen? Vielleicht sollen wir hier auch einen Dolch reinlegen. Das war der Beißer-Dolch. Das ist die Rasierklinge. Machen wir mal irgendeinen Gammel-Dolch. Abgenutzter Dolch. Vielleicht nehmen wir von hier aus. Muss ich doch hier... Kann ich das nicht werfen? Den schon. Hm. Also ich wüsste jetzt nicht, was das hier tut. Scheint mir jetzt gar nichts zu tun. Also, ja, da ist ein Dingen drin, aber... Mistviecher. Weg. Noch einer. Ich meine, die tun ja nicht viel. I've been poisoned. Naja, außer das Gift. Haben wir hier irgendwo an der Seite irgendwas? Nee. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal... Naja, kann man sich natürlich aufhalten, wenn das endlos viele sind, die da immer wieder rauskommen. Heilen wir. Oh, wollte nicht abbrechen. Ich wollte ihn heilen. Jetzt ist er vergiftet. Okay. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem Secret. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Ah, doch, klar, wir hatten da unten. Hatten wir ja auch noch den Weg gefunden. Okay. I've been poisoned. Na, jetzt sind sie alle gepoisoned. Einen. Lassen wir erstmal den am Leben. okay. Dann heilen wir den erstmal. Der hat jetzt kein Gift mehr drauf. So, die... Ja, ja. Die hat auch kein Gift mehr drauf. Dafür hat der wieder drauf. Es wird so langsam, aber wir müssen uns da ja weiter durchkämpfen. Oh. Oh, oh. Shit. Nein! Und damit sind wir verendet. Okay, das war ein bisschen viel von dem, von den Viechern. Jetzt ist man nochmal hier runter. Da ging's runter. Da habe ich rumgerätselt, was es hier auf sich hat mit dem Dings da. Genau. Keine Ahnung, ich meine, das kann ich auch so liegen lassen. Und dann gehen wir wieder nach oben zurück. Oh.
Und dann werden wir einfach mal an diesen Viechern ein bisschen vorbeilaufen, weil ich glaube, da kann man sich ranhalten. Aha. Da haben wir einen Beil gefunden. Okay, ist hier denn irgendwas? Nö, das scheint auch einfach nur... Da ist einmal so ziemlich gar nichts. So, die haben uns aber jetzt etwas in die Enge getrieben. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt erst noch die Treppe wieder hoch. Weil da oben war auch noch was zum Erkunden. Aber ich würde hier gerne... Und da konnten wir noch auch noch nach unten weiter. Naja, es ist schon ein bisschen komplizierter. Gehen wir erstmal hier hoch. So. Hier haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Okay, hier haben wir aber auch noch eine Falle. Okay. Aber dann würde ich sagen, ist es auch hier erstmal Zeit für einen Schnitt. Dann werden wir beim nächsten Mal, ja, das Höhlenlevel, also wahrscheinlich weiter bis zu dem Drarakel kämpfen. Mal gucken, was wir hier noch finden. Also, da verlässt mich jetzt auch so ein bisschen die Erinnerung, was denn hier noch alles war. Ich meine, dass wir diese Laura nicht besonders lange haben. Wahrscheinlich verlässt ihr uns danach wieder. Aber ich bin mal gespannt. Also, falls ihr das Let's Play weiter verfolgen wollen solltet, dann gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten neue Folgen auch täglich. Ihr könnt auch unten in der Videobeschreibung einen Link finden, um die Playlist euch anzuschauen. Falls ihr das Ganze eben nachträglich guckt, ist das wahrscheinlich der einfachste Weg oder der angenehmste Weg, um das zu machen. Die Folgen werde ich einmal pro Woche spätestens dann da reinsortieren. Und ja, das war's für dieses Mal mit Lands of Lore. Und schauen wir uns beim nächsten Mal weiter den Weg zum Drarakel an. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.